Hallo Löwe, wir machen mal einen Kurztrip in deine Liebe. Das sind Kollektivlegungen, können dich auf jeden zu treffen. Zeit ist fließend und über ein Abo und Like würde ich mich freuen. Starten wir für den Löwen in der Liebe. Mitteilungsbedarf, ja? Und jetzt dann. Das reicht und dann gucken wir einmal nach unten. Mal dann da. Die Sturheit ist da gleich runtergefallen. Okay. Da wollen wir mal gucken. Stier, Widder, scharfe Struktur setzt sich ein. Das heißt Kampfgeist. Realisiere den Erfolg mit der 10. Also, wenn man kämpft, wenn man auf was haben, finde einen neuen Sinn, also die Strategie ändern. Das tut dir aber nicht gut, ne? Dieses Gekämpfe. Heile deine Wunden. Das ist toxisch. Da, 8, 9, 10. Das ist der Widder und der Stier. Ich will das unbedingt. Da kämpfe ich auch drum. Auch wenn mir das nicht gut tut. Aber so kommst du da nicht weiter. Änder die Strategie, wenn du da erfolgreich sein möchtest. Ne? 11 und 12, das geht ja noch weiter. Da, gib neue Impulse, veränder was. Mit dem Wassermann, also kreativ sein. Unkonventionelle Mittel, ne? Und dann wird das rund. Freitags mit der 6. Vollende etwas und was, lass was los. Da, du spiegelst die Welt und die Welt spiegelt dich. Das heißt, das, was du gibst, kriegst du auch zurück. Das ist hier Kampf. Was ist das denn für ein Kampf hier bei Löwe in der Liebe? Worum geht's da? Erzähl mal. Bei Löwe in der Liebe. Was ist da los? Aha, da haben wir die Bindung schon. Die Bindung. Eins, zwei nehmen wir nochmal. Okay. Die Bindung. Das war das Erste, was gefallen ist. Da habe ich die weibliche Energie. Da, die geht nach vorne. Mit dem Widder hier stur. Die geht nach vorne. Eine Entscheidung. Eine plötzliche Entscheidung. Das ist eine spontane Aktion. Da hast du auch nicht lange drüber nachgedacht. Tja. Da hast du nicht lange drüber nachgedacht. Da ist die Bindung. Lange, komplizierte Bindung. Worum geht's da? Aber wieder die weibliche Energie. So. Das ist der feste Wille. Na? Das ist der feste Wille. Das ist wieder hier Widder und Stier. Da. Mit Sicherheit. Irgendwas willst du unbedingt und da kämpfst du auch für. Für den Löwen. In der Liebe, bitte. Der Richtungswechsel. Der Richtungswechsel.
die Brücke. Das kurze Glück. Jetzt haben wir wieder hier dieses Kämpfen. Also, tja, das Schauen. Stark auf der Suche nach irgendwas. Hier haben wir aber den Hinweis wieder auf die Veränderung. Da mit dem Schützen. Finde neuen Sinn, ändere die Strategie. 4 und 2, die 6, die hatten wir da oben ja auch schon, freitags. Vollende etwas. Lass los. Du klammerst dich da an irgendwas, was du unbedingt willst. Wir haben ja die männliche Energie. Das Buch. Das Hin und Her, die Hoffnung. Einladung, Dates treffen. Die Zeit. Die Brücke. Und der glückliche Zufall. Könnte, ja, jemand sein, der älter ist als du. Auf der Suche, dieses Nachschauen. Das kurze Glück, das Geheimnis, das Kapitel, was noch nicht geschrieben ist, Hoffnung, Dates. Man braucht Zeit, um weiterzugehen. Jetzt haben wir ja wieder den Mut hier auch. Okay. Worum geht's da noch bei Löwe? In der Liebe. Große Glück. Dieser Mann macht dich schon glücklich, ne? Du willst ihn haben. Du willst ihn ganz fest haben. Das ist dein fester Wille, Löwe. Tja, unter dem Kartendeck. Die Liebe deines Lebens. Okay. Vielleicht kennst du ihn noch nicht so lange. Vor kurzem kennengelernt. Und du preschst da richtig nach vorne. Tja. Falsche Hoffnung. Du. Die weibliche Energie. Das Fundament, also dein Inneres. Aber wir haben ja auch irgendwie die falsche Hoffnung. Diese Bindung. Oder du traust dich nicht. Da, die Sehnsucht nach der Bindung zu diesem Mann. Strategie ändern. Nicht so nach vorne preschen. Bisschen Piano. Was haben wir denn da noch? Ja. Die Nachrichten. Was sind das für News? Was sind das für News? Oha. Die Verwurzelung. Okay. Gedanken.
weibliche Energie, ja, die nach vorne geht. Dieses plötzliche Schreiben, dieses, ja, vor kurzem das Glück, die Gefühle, das Leben. Du hast plötzlich jemanden kennengelernt und er hat dich umgehauen, Löwe. Ernsthaft. Und du willst diesen Mann auf Biegen und Brechen. Aber vorsichtig. Na? Nicht zwei Schritte vor dem ersten. Da haben wir den Mann. Wo schaut er rein? Da. Der hat auch Schmetterlinge im Bauch. Der will dich auch sehen. Dann geht's da noch. Zweifel. Der ist schon verliebt in dich, aber der hat viele Zweifel und auch noch Ängste. Aber der kann sein Glück auch irgendwie noch nicht fassen. Für Löwe, bitte. Was ist das noch für eine Geschichte da? Da, das große Liebesglück. Das große Liebesglück. Für Löwe bitte in der Liebe. Neue Nachrichten. Veränderung, Armut. Ja, muss ich dir mal sagen. Nicht so viel auf einmal wollen. Lass das langsam angehen. Ne? Lass das langsam angehen. Ihr habt Zeit. Ihr habt Zeit hier, unternehmt viel miteinander. Verbringt Zeit miteinander. Ihr habt alle Zeit, die ihr braucht. Ne? Nicht, ich habe dich kennengelernt und ich mag dich und wir ziehen zusammen und wir planen eine Familie und das ist eine sehr gute Entwicklung, die hier liegt. Aber eben auch die Warnung. Lass es langsam angehen. Ihr versteht euch gut. Innerlich auch gefestigt, man weiß, was man will. Aber nichts übers Knie brechen. Gibt es noch einen Ratschlag für Löwe in der Liebe, bitte? Tja, Zurückhaltung. Zurückhaltung. Tja. Die weibliche Energie. Das ist der Ratschlag an die weibliche Energie. Halt dich ein bisschen zurück. Halt dich ein bisschen zurück. Da. Gedanken. Da. Egal, wer von euch beiden da nach vorne prescht. Da. Gedanken. Das ist wieder dieses Piano, ne? Überleg dir gut, bevor du Entscheidungen triffst. Du oder er. Du kannst dich ja auch auf der anderen Seite wiederfinden. Ihr seid ein Paar. Nichts übers Knie brechen. Da.
Gibt es da noch was zu sagen für den Löwe in der Liebe? Ja. Solange du dir nicht tausendprozentig sicher bist, ne? Der Mann macht dich glücklich, keine Frage. Und du ihn auch. Ihr habt euch sehr gerne. Aber ihr steht irgendwie, ja, vor einer Entscheidung. Also der nächste Schritt in dieser Beziehung. Das soll aber gut überlegt werden. Keine Schnellschüsse. Ne? Step by step. Das ist der Ratschlag für den Löwe in der Liebe.